Also jetzt die versprochene Sendung. Wie mache ich meinen diesen Herd sauber? Und dann die Erklärung zu meiner K9 Kaffeemaschine, zu dem Testobjekt. Das Testobjekt von De'Longhi. Aber jetzt erstmal den Herd. Ich gehe hier mal rum, damit ihr das sehen könnt. Ja? Also, im Grunde genommen ganz einfach. Hier, das ist das Produkt, was ich nehme. Ne? Einfach nur schütteln. Und einfach nur einsprühen. Und das war's. Also, hier, Küchenschaum, einfach nur gut. Bisschen einwirken lassen und ja, abwischen, trockenwischen und da war's. Ganz einfach. Ja, ist wirklich einfach. Also selbst ich als alter Mann kriege das nur auf die Reihe. So, und dazu nehmen wir natürlich eine ganz normale Küchenrolle, hier was weiß ich, von Aldi, Lidl oder wo auch immer her. Ne? Warten wir noch einen Augenblick. Ja? Wir warten noch einen Augenblick. Also eben habt ihr da draußen meinen Garten gesehen. Ne? Hier. Es ist also wirklich kein Trick da. Ne? So, okay. Und jetzt machen wir das mal so rum, dass wir das hier zeigen. Aber lass noch einen Augenblick einwirken. So, ich denke, das muss jetzt reichen. Ja, jetzt einfach nur den Schaum abwischen und gut ist es. Also ohne groß scheuern, ohne alles Mögliche. Ja? Wirklich, also ich mache das nicht. Und so. Einfach nur gut. Selbst mein Hund ist schon am Meckern. Aber gut. Ich muss den mal zurückpfeifen. Bist du jetzt artig? Aus jetzt. So. Leute, also wirklich. Ne? Einfach nur hier trocken wischen. Und das war's. Und schon glänzt das Ding wieder einigermaßen. Und wir können wieder anfangen. Auf zu neuen Taten gehen. Ja? So, jetzt kommt, so, das war jetzt das. Also jetzt nochmal. Das keine Empfehlung, doch, es ist doch eine Empfehlung. Hier, einfach nur so ein Zeug kaufen, kostet was weiß ich, 2 € so eine Büchse. Aber ihr seht ja das Ergebnis. Steht, man kann sich sehen lassen. Ne? Wirklich. Und man kann jetzt wieder daran arbeiten, ohne dass man sich schämen muss, selbst wenn man Besuch kriegt oder so. Ja, also. Das war jetzt der erste Teil der Veranstaltung. Und jetzt nehme ich euch mal mit rüber an die geile Kaffeemaschine. Wasser ist drin, Milch ist drin, alles ist drin. Jetzt machen wir uns ein Latte Macchiato. Ja, machen wir wirklich mit diesem Gerät. Mit diesem Gerät. Hier oben sind die Tassen, Gläser, alles. Also, mit dem Gerät machen wir das jetzt. Ich muss das bloß mal ein bisschen jetzt recht machen. So, also, ganz einfach. Glas schnappen, unterstellen und auf den Knopf drücken. Mehr nicht. Jetzt wird es ein bisschen laut, weil bei den Kaffeevollautomaten ist es leider Gottes so, das Mahlwerk, ihr seht, hier oben sind ja die Bohnen drin, ne? Ganze Bohnen, frische Bohnen oder geröstete Bohnen. Ja, also, ich drücke jetzt mal auf den Knopf und sage mal, Cappuccino läuft. Das ist eben der Nachteil dabei, ganz einfach, aber was soll's. Hier Milch.
Ich habe ja schon mal gesagt, also am besten immer aus dem Kühlschrank nehmen, ne? Den Milchbehälter, das ist also sehr, sehr wichtig. Und ihr braucht da keine hochwertige Milch, einfach nur 1,5-prozentige. Und das läuft. Ja? Also, so. Und ihr seht, das Ding funktioniert wirklich. Ja? Echt. Und gleich ist das Ding fertig und dann wollen wir mal gucken, mal sehen, was sich tut. Ja. So, und jetzt gibt es also nur noch den kleinen Espresso dazu und dann ist gut. Eine Kochsendung? Nee, ist keine Kochsendung. Es ist einfach nur, ich bin einfach nur ein Empfehler. Ich teste und empfehle da manchmal Sachen. Und heute, ja, ihr seht ja, heute mache ich das mal. Hier eine Kaffeemaschine, die ich zum Testen hier habe. Und ihr seht, das sieht auch schon nicht schlecht aus. Ne? Also fast wie beim Italiener um die Kurve. Ja? So. Also der Nachteil dabei ist, genau, es ist wirklich schweinewarm, das Ding. Ne? Und schweinelaut auch. So, pass auf. Und jetzt will ich euch mal etwas zeigen. Also, warte mal. Erstmal mache ich jetzt ganz schnell. Also, man soll normalerweise immer gleich auf clean drehen, damit das Ding wieder sauber ist. Hier der Milchauslauf, der sollte immer sauber sein. Weil, ich glaube, es hat keiner Bock, jetzt irgendwie Salmonellen einzufangen oder sowas. Ja? Also das dauert noch jetzt beim, so. Okay, das war jetzt die Reinigung. Wieder zurück auf Schaum stellen. Und der piept dann, so pass auf, Leute. Und jetzt kommen die Leute an und sagen, naja, das kann ja jeder erzählen. Ich gehe jetzt mal auf Programmierknopf. Entkalkung brauche ich nicht. Filter einsetzen, alles fertig. Brutzeit einstellen, auch gut. So. Nein, will ich auch nicht. Autoeinstellung. Ja gut, kann man natürlich programmieren, dass es morgens die Maschine von alleine angeht. Nein, ich will jetzt nicht den Energiesparmodus, will ich nicht haben. Wasserhärte. Kann man natürlich auch alles einstellen. Ja, überhaupt kein Problem. Newton, ne, auf die Tasten. Und das ist gut. Temperaturvorwahl könnt ihr auch einstellen bei dem Gerät. Also, wenn es soll schon. Oh ja, ne, es ist schon, das Ding ist ganz schön warm. Kann man so sagen. Wasserhärte, ja, sollte man normalerweise im besten, die Sprache kann man auch einstellen, gar keine Frage. Signalton, ja, ich weiß nicht, ob man das muss. Tassenbeleuchtung, habt ihr gesehen, die geht automatisch dann an. Ja, das finde ich ja schon mal ganz gut. Werkseinstellung zurücksetzen will ich nicht. Und jetzt kommt Statistik. So, pass auf, Leute. Und jetzt, weil Leute immer sagen, ach, du trinkst doch gar keinen Kaffee. Doch, hier, da. 185 Kaffee habe ich jetzt damit gezogen. 185. Und das Ding habe ich jetzt, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 3 Wochen. Ja? Also, mein Fazit bei der ganzen Geschichte ist, okay, das Mahlwerk ist ein bisschen sehr laut. Kaffee, Einstellung. Warte mal. Nein, will ich nicht. Okay, will ich auch nicht. So. Ne? Also ihr könnt es alle mögliche vorwählen. Großen Kaffee, kleinen Kaffee. Auch speziell auf euch eingestellt. Mein Kaffee könnt ihr auch einstellen. Und dann eben noch so kleine Kaffee und was weiß ich alles. So die ganz normalen Sachen. Ja? Aber das ist alles nicht eine Tragestelle. Also Fazit der ganzen Geschichte ist, hier oben könnt ihr die Tassen draufstellen, die werden dann vorgewärmt. Aber nochmal, das Mahlwerk relativ laut. Ja, muss man sagen. Kaffeetemperatur ist so, dass man trinken kann. Also man verbrüht sich nicht dran. Ne? Könnte vielleicht ein Tick mehr sein. Aber ansonsten, ich sage mal, wer jetzt zu Weihnachten noch auf die schnelle neuen Kaffeemaschinen, so ein neues Ding braucht, ist jetzt natürlich ein bisschen spät dran. Ihr könnt das Ding natürlich kaufen. Wo?
Ganz einfach. Geht auf die Webseite www.sparwelten24.de. Da ist ein Shop drin. Ja, und da könnt ihr den kaufen. So, also ich muss sagen, ja, das Ding, DeLonghi, also gut, hier oben Cappuccino, das sind natürlich, da hätten sie Latte Macchiato hinschreiben sollen, aber gut, egal, damit kann man ja leben. Also ich sage mal, ja, von 10 möglichen Punkten würde ich dem Gerät schon 9 Punkte geben. Ja, ein Punkt würde ich mehr vergeben, wenn der Bodenbehälter oben etwas besser wäre. Also es ist relativ wenig, was da reingeht. Also 250 Gramm oder sowas. Also für Leute, die jetzt nicht viel Kaffee trinken, ist optimal. Ja, nochmal. Temperatur vom Kaffee, ja, okay, könnte auch. Das ist also auch so ein ganz kleiner Punkt, der mich ein bisschen verrückt macht. Und eben das Mahlwerk ist ein bisschen sehr laut. Gut, aber ansonsten 9 von 10 möglichen Punkten. So, und wer was wissen möchte, kann mich natürlich gerne anschreiben. Entweder ja, auf Facebook oder was weiß ich wo ihr da seht, oder bei YouTube. Könnt ihr alles machen. Ja? So, das war's. Mehr wollte ich euch jetzt gar nicht zeigen. Also nochmal, hier ist meine Herdplatte. Doch, ich denke, die sieht ganz gut aus. Ja? Und hier die Kaffeemaschine dazu. Läuft. Läuft. Manchmal läuft nur die Nase, aber ich möchte sagen, mit dem Gerät kann man leben. Und es fühlt sich gut an, damit ein Latte Macchiato zu machen. Und jetzt kann ich euch zeigen, in der Tat wirklich, also ein bisschen Zucker rein. Da, ja. Und ein Milchschaum, wirklich echt gut. Echt, wirklich gut. Echt. Ihr guckt euch das an. Eine wunderbare Konsistenz. Ja? Ehrlich? Also echt gut. Wirklich richtig, richtig gut. Von daher kann man da nicht meckern. Also, in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Schönes Wochenende. Und wer Lust hat, der kommt morgen Abend ab 20:30 Uhr in mein Freitagsgespräch auf Facebook. Da könnt ihr natürlich auch über eure Erfahrungen machen, mit mir reden, die ihr mit irgendwelchen Produkten gemacht habt. Oder vielleicht seid ihr auch irgendwo im Network unterwegs, dann könnt ihr da auch reinkommen und könnt anderen Leuten und mir euer Geschäft vorstellen. Ja? Also in dem Sinne nochmal. DeLonghi, falscher Name. Cappuccino ist Blödsinn. Latte Macchiato müsste da stehen. Einstellmöglichkeiten ohne Ende. Ja? Also eine kleine Tasse für einen Espresso oder sowas, zwei Tassen, alles Mögliche. Aber immer daran denken, dieses Ding hier, ich nehme das jetzt mal raus, damit ihr das seht. Seht ihr? So, einfach nur rausnehmen und immer am besten immer in den Kühlschrank wieder stellen. Ja, wirklich, weil man muss sich ja nicht gerade unbedingt Salmonellen anfangen oder sowas. Ja, also, in dem Sinne, das war's. Und vielleicht schreibt der ein oder andere mal mir auf Facebook oder auf YouTube, wo das alles zu sehen ist, was er für eine Maschine zu Hause hat und wie zufrieden er damit ist. Ich sage mal ganz einfach, ja, doch, eine Kaufempfehlung. Und wie gesagt, kaufen wo? Natürlich, ihr könnt das überall kaufen, aber viel, viel cooler ist es, auf www.sparwelten24.de zu gehen und da zu kaufen. Weil unser Shop gibt das her und sucht für euch über Idealo immer den besten Preis. In dem Sinne, haut rein!